was geht und damit herzlich willkommen zum zweiten Gamescom Vlog. Jungs, wir sind jetzt gerade auf dem Weg, noch nicht zur Gamescom, wir werden erstmal frühstücken. Mit dabei ist der Steini gerade am Steuer. Und dann ist der Finn natürlich auch am Start. Hallo. 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 Hey, Bims. Weißt du, was lustig ist? Der fokussiert gerade meine 6 mm an der Seite und nicht dich. Lol. Du bist auch schärfer als ich. Richtig. So, Jungs, wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal was frühstücken. Und dann muss Steini noch einmal zu Jack & Jones, wir sind noch ein T-Shirt gönnen. Ich brauche noch eine Sonnenbrille. Ich habe meine vergessen. Meine ist irgendwie verschwunden. Und dann geht's auf zu Gamescom. Heute gibt es ein paar Showmatches auf der Sony-Bühne. Das ist so ein bisschen das Highlight. EA-Longs sind wir auch am Start. Da können wir auch drin chillen und ein bisschen FIFA 18 zocken. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Meine Eindrücke euch zeigen. Bin noch ein bisschen verballert wegen gestern. Warner Brothers weiß auf jeden Fall, wie man fette Partys feiert. Das können wir hier auf jeden Fall jetzt schon mal bestätigen. Und ja, dann würde ich sagen, rein in den Tag. Let's go! So Jungs, wir sitzen jetzt gerade in der EA Lounge. Der Steini ist natürlich mit am Start. Wir haben jetzt heute echt viel gezockt, FIFA 18. Ich glaube, so 2,5-3 Stunden waren es jetzt insgesamt. Von da drin konnte ich jetzt leider nicht ein bisschen filmen. Ein paar Ausschnitte werdet ihr sehen, wie es hier drin aussieht. Wir haben FIFA 18 ein bisschen angetestet. Was, finde ich, auf jeden Fall direkt auffällt, ist, dass irgendwie sich natürlich alles langsamer spielt. Nur Pässe kommen irgendwie mit 800 km/h gefühlt. Noch sehr, sehr unausbalanciert, das Spiel, finde ich. Ja, das merkt man, dass da irgendwie Pässe, die Sachen noch nicht stimmen. Passgeschwindigkeit passt nicht zur Spielgeschwindigkeit. Schusshärte und Genauigkeit passt nicht zum Torwartspiel, also da fehlt noch ein bisschen was. Da habe ich noch mal ein bisschen in Karriere reingeschaut, da gibt es ja jetzt diese neuen Transferverhandlungen, die finde ich eigentlich auch ganz cool. Muss man halt mal austesten, ob das dann hinten raus wieder ausgelutscht und langweilig wird, ob sich das halt genauso wiederholt wie in Journey. Journey habe ich noch gar nicht reingeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich mich auch überraschen lassen. Wir sind jetzt auf jeden Fall heute mal ein bisschen über die Gamescom, schauen uns mal ein bisschen das Ganze an, ein bisschen Hallenfeeling bekommen. Wir waren ja bis jetzt fast nur im Pressebereich und haben eigentlich nur FIFA gesorgt, deshalb schauen wir uns das mal an, ich nehme euch natürlich mit und dann sehen wir uns gleich wieder. So Jungs, der Bühnenauftritt ist jetzt auf jeden Fall vorbei, ich bin mega im Eimer. War auf jeden Fall nice, dass so viele von euch am Start waren. Wir fahren jetzt zurück zum Crewhaus, mal gucken, was wir heute Abend noch machen, ist irgendwie noch so eine YouTube-Party, mal gucken, inwieweit ich noch irgendwie die Kamera mitnehme. Ich wünsche euch auf jeden Fall was und ja, ich denke mal, Abmoderation gibt es dann zu Hause vom Crewhaus. Zweiter Tag. So, wir sind jetzt bei dem Saturn-Event beim Vorentscheidungsturnier. Morgen gibt es ja dann das Spiel gegen die Jungs von Easy Shooter, echt ganz klare Sache. Werdet ihr ja dann, denke ich mal, auch in dem Video drin sehen. Wir bereiten uns jetzt noch ein bisschen vor, ein bisschen neues Equipment wird sich gegönnt. Ich würde sagen, nehme ich euch einfach mal mit, ein bisschen im Saturn mal shopping gehen. Jetzt mit dem Saturn-Ding durch. Ich hoffe, ich habe euch auf jeden Fall ein paar Eindrücke liefern können. Mega geil, wie viele am Start waren. Es war ultra voll. Ihr seid bis nach Ladenschluss noch geblieben. Mega geil. Das Event ging länger, als der Saturn überhaupt auf hatte. Mega cool, dass so viele von euch am Start waren. Crazy ist gesnackt. Da geht auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an Saturn raus. War ein geiles Event. Wir gehen jetzt zum Auto und hoffen, dass ich kein Knöllchen habe. Bitte nicht. Warte, wir checken es. Wir checken es auf Kamera. Wir checken es auf Kamera. Okay. Fuck. Warte. Nein, bleib stehen, bleib stehen. Nein. Oh, hast keins? Hab ich keins? Nein. Du hast keins. Kein Knöllchen. Kein Knöllchen. Kein Knöllchen. Ja! Ist das dein Feeling oder was? Ist ja wohl. So. Wir sind durch. Wir sind durch. Dickes Danke auf jeden Fall nochmal an Saturn. Konnte ich mir hier eine PS4 Pro mitnehmen. Ich habe guten Finn gesagt, hier fehlt eine kleine Überraschung von mir.
Komm. Nimm. Was? Wie? Ja, nimm, ist deine. Dein Ernst jetzt? Ja, nimm. Digga, du bist mein bester Freund, nimm. Ey, bitte? Nein, ey. Du bist nicht verarscht, Alter. Du kannst doch keine PS4 schenken, glaube ich. Ey, du bist dabei. Alter. Du filmst. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Hab ich dir gesagt? Der war jetzt, du hast mitgefilmt und weiß. Habibi, Rudi. Kannst du jetzt keine PlayStation Pro schenken? Doch, nimm. Nimm. Dein Ernst jetzt? Ja, nimm. Alter, ich kann das nicht annehmen. Ich kann das doch nicht annehmen. Digga, jetzt Re-Rap. Ich kann, wenn ich mir so ein Teil kaufe, kann ich die Abwehr zerstören. So. Wenn ich ihm schenken kann, dann nimm einfach. Du bist dabei. Den einen Abend, wo du nicht mitkommen konntest, feiern, du bist der Letzte, der irgendwo rumheult. Du sagst, zieh mich da rein, warum geht das nicht? So, du bist immer am Start, so Philips ohne irgendwie rumzuheulen. Weißt du? Schön, Alter. Ja, schön, ja. Alter, du kannst doch keine PlayStation Pro schenken. Gay? Ey, du bist doch noch gesoffen. Nein, nimm doch. Ich wusste da schon einen Monat von. Echt? Ja, ich hab schon vor einem Monat aber schon gesprochen. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, geil, ja nicht so auf die PlayStation. Weißt du, ob ich gesagt habe, das hättest du mal gerne? Ich steige nicht auf den Monat schon gesprochen. Alter, It's a prank! Ey, ich bin gerade so sprachlos, ohne Witz. Alter. Alter. Ich muss dich nochmal umwitzeln, Alter. Ich roll gleich, Alter. Alter. No, Mama, ich roll gleich echt. Ja. Geil! Dritter Tag. Benji läuft! Ist nice! Sehr, sehr geil, macht Spaß vor uns. Ja, ist geil. Weil der Fossio, Bro Ami. Okay. Mein Spiel leider verloren, aber ich habe jetzt noch meinen Mann hier, der es vielleicht retten kann. Die Gamescom ist auf jeden Fall gut ins Wasser gefallen. Guck das mal an hier. Gegen ist das. Läuft alles Gott, schön hinten ins Genick rein. Gott weint wegen meiner Niederlage. Das rede ich mir jetzt einfach ein, okay? Na klar. Yo Jungs, das war es jetzt auf jeden Fall von dem Vlog. Mein Partner konnte das Game leider auch nicht mehr gewinnen. Teasy hat also das Ding dann tatsächlich live auf der Gamescom gerockt. Ihr seht jetzt, es ist gerade 3:30, ich habe jetzt gerade den Rest des Videos fertig geschnitten. Ich hoffe auf jeden Fall, die Gamescom-Zeit im Crewhaus hat euch gefallen. Heute ist ja der letzte Gamescom-Tag, wenn ihr das Video seht. Ich muss noch einmal für B-Part Gaming das ESL-Final kommentieren. Könnt ihr auf jeden Fall auch gerne abchecken. Wird jetzt, wenn ihr das Video seht, mittags der Fall sein. Da werde ich auf jeden Fall am Start sein. Ansonsten war es eine super, super anstrengende Gamescom für mich. Merkt es auch ein bisschen an meiner Stimme. Da muss ich nächstes Jahr auf jeden Fall einen besseren Ausgleich finden. Was geht ab, bra? Was geht ab, bra? Benji ist auf jeden Fall auch am Start. Und ja, Jungs, wir gehen jetzt auf jeden Fall pennen. Ich hoffe, die Gamescom-Zeit hat euch gefallen. Es ist jetzt hier mein letzter Vlog. Ich habe einfach geguckt, dass ich auch so ein bisschen die Zeit genieße und da nicht immer die ganze Zeit, wenn coole Sachen passiert sind, die Kamera mitgenommen habe, sondern einfach ein bisschen auch da mit den Jungs gechillt habe. Ich hoffe, ihr könnt das auf jeden Fall verstehen und hattet Spaß mit dem Vlog. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einer Runde Crew Pro Clubs. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Und jo, hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, macht's gut und ciao.